Ein Traum von einem Anwesen mit gigantischem Pool. Coney Island 3. Seit 7 Jahren lebt das Ehepaar Manu und Conny Reimann auf Hawaii. Seitdem wird pausenlos geackert. Monatelang hat Conny an seinem Pool gebaut. Das war harte Arbeit. Nee, klein geht nicht. Dazu noch der Bau der Dachterrasse für das Beach House oder die Reparatur des alten Schulbusses. Geht nicht, gibt's nicht für Conny und nicht immer geht alles glatt. Oh. Ja, du musst auch gucken, wo du hinläufst. Das wird aber jetzt bandig eng hier. Au! Mann! Was? Hör meine Hand! Jetzt scheint der Pool endlich fertig zu sein und die Terrasse ist auch gestrichen. Knapp 95 Liter. Ja, ungefähr 95. 95 Liter ja. Farbe. Boah. Ja, weißt du, wie lange ich hier denn gesessen habe? Damit malen Leute Häuser an. Endlich fertig, oder? Wie man sieht, fehlt da noch ein Stück. Ich habe aber alle Baumärkte aufgekauft. Nee, nicht den Baumarkt, sondern die Farbe. Wir haben ja 3 große Baumärkte. Ich bin rumgefahren, habe überall geguckt. Alles ausverkauft. Ich habe dir alle Reste aufgekauft und habe dann weitergemalt. Aber leider haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat nicht gelangt. Ob fertig oder nicht, Manu ist jedenfalls total begeistert davon, was Conny hier auf die Beine gestellt hat. Der Pool ist definitiv das größte Geschenk, was mir Conny jemals gemacht hat. Und was am längsten gedauert hat. Doch relaxen ist nicht. Schon steht das nächste Abenteuer an. Ich find's schön. Dann könnte man doch langsam mal vielleicht noch mal so eine kleine Auszeit, so ein bisschen Urlaub machen. Man kann jetzt sagen, okay, wo wir wohnen, machen andere Urlaub. Ja, klar. Aber wenn ich hier rumlaufe, dann weiß ich ja überall, was ich noch zu tun habe. Ich meine, Conny hat ja nun wirklich, also jeden Tag irgendwas hier gemacht, gebaut, gemalt, was auch immer. Und ich glaube, jetzt ist da wirklich mal ein bisschen Auszeit nötig. Und es wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mal eine Reise zu machen, sich mal wieder ein paar Staaten anzugucken und einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Ruhe? Dieses Wort interpretieren die Reimanns auf ihre eigene Art und Weise. Sie begeben sich auf einen Roadtrip, der sich gewaschen hat. 8000 Kilometer in 4 Wochen einmal quer durch die USA. Okay, das ist schon mal schief gelaufen. Was Sie da alles erleben, sehen Sie Sonntag um 20:15 Uhr bei Kabel 1.